Ich habe hier die neue Radiomaster Boxer und das ist jetzt die Max Edition mit Express-LRS-Modul. Radiomaster Boxer ist zurzeit einer der beliebtesten Funken für Drohnenfliegen. Die Boxer Max-Version bekommt man auch in einer sehr tollen Tasche aus Stoff, die auch recht kompakt ist, nicht zu groß. Und drinnen habe ich wie gewohnt, wie bei der RadioMaster Standardversion, auch mein Knüppelschutz da drinnen. Und wie man sieht, das ist hier die goldene Version, die ich mir gekauft habe, die ich vom Aussehen super toll finde. Und das Schöne ist hier die neue Carbon-Oberfläche, also eine Carbon-Design-Oberfläche. Das ist natürlich Kunststoff, aber sieht sehr schön aus. Dabei liegt auch noch eine Displayschutzfolie. Und als Zubehör habe ich hier mein Halsband von Radiomaster, was eigentlich ganz gut ist. Auch sogar mit dem richtigen Halter, der sehr handlich ist und mit einem Daumen leicht zu bedienen ist. Als Zubehör habe ich ein USB-C-Kabel, zusätzliche Ersatzfedern, einen Radiomaster-Schlüsselanhänger. Die Max-Version ist zum größten Teil identisch mit der normalen Radiomaster Boxer. Meine ist die Express-LRS-Version, also mit eingebauten Express-LRS-Sender, der bis 1000 Milliwatt sendet. Natürlich bei uns in Deutschland kann der Sender hier auf 100 Milliwatt mit EU-LBT begrenzt werden, sodass ich im erlaubten Modus fliege. Meine ist Mode 2, das heißt, mein Gashebel ist hier links. Das Schöne an der Max-Version ist, dass ich hier die AG01 CNC-Knüppel habe, die komplett aus Aluminium gefertigt sind, mit einem schönen griffigen Knüppel. Die Federn finde ich schön fest. Hier außen habe ich Justierungsschrauben. Der Einschaltknopf ist auch aus Metall. Meine Bedienknöpfe sind komplett aus Aluminium und mein Einstellungsrädchen. Ich habe sehr schöne griffige Potentiometer mit Nullstellung und hinten sind die zwei Schalter, also hier der Momentschalter aus Aluminium und der An-Aus-Schalter ist auch komplett aus Aluminium. Die Anzahl der Schalter und Bedienungselemente hat sich nicht geändert. Ich habe weiterhin vier Schalter hier oben, einfach, dreifach, dreifach und einfach Schalter. Und genauso habe ich hier die sechs Schalter, die ich individuell belegen kann. Und natürlich meine Trimschalter in allen vier Richtungen. Hinten befindet sich ein Aluminiumständer, den man zum Tragen verwenden kann oder zum Abstellen der Funke. Ich habe hier zwei Schrauben, sodass ich den auch verlängern kann, um meine Funke auch hier sicher abstellen zu können. Trotzdem bleibt bei zusammengeklappten Ständer hier alles schön flach, sodass sich die Radiomaster Boxer Max wunderbar irgendwo verstauen kann mit wenig Volumen. Die Saiten wurden hier aus Ledereinsätzen gemacht mit Radiomaster Aufdruck. Die sind jetzt nicht so griffig wie die Kunststoffhalter, finde ich. Ich finde die ein bisschen glatt, aber mit der Zeit, denke ich, sind die ein bisschen griffiger. Trotzdem habe ich hier sehr guten Halt, sodass ich hier sehr gut immer noch unten an den Stellen die Funke festhalten kann und so ich perfekt meine Steuerknüppel hier verwenden kann. Das Batteriefach hat sich nicht verändert. Ich habe hier weiterhin ein großes Batteriefach mit einem Adapter für 2x18650 Akkus, die man separat dazu kaufen muss, die man hier verwenden kann. Ich habe meine Fernsteuerung direkt mit dem Original Radiomaster 2S Akku bestellt, der 6200 mAh hat und super lange durchhält. Der passt hier perfekt rein von der Größe. Und wie man unten sieht, das ist hier die Express-LRS-Version, hier mit der Speicherkarte, die weiterhin 512 MB hat. Es lohnt sich eigentlich hier direkt eine bessere Speicherkarte einzusetzen, falls man mehr Platz benötigt. Aber eigentlich muss man hier nichts verändern. Man lässt alles so, wie es ist. Man muss eigentlich nie an die Speicherkarte dran. Schließe mal das Ganze. Hinten habe ich meinen Erweiterungsschacht, den ich vier externe Module nutzen kann. Entweder original große Module. Man kann aber auch einen Adapter verwenden, wie hier von Beta-FPV, und damit Nanomodule verwenden, wie jetzt hier das Beta-FPV
Super G-Modul. Die Express-LRS-Antenne hat sich auch nicht verändert. Das ist genau die gleiche T-Antenne, die hier im System ist. Ich habe hier weiterhin den USB-C-Anschluss an den Computer oder den Flugsimulator am Computer. Unten habe ich eine Buchse zum Laden von dem Akku. Intern arbeitet weiterhin HTX. Die vorinstallierte Version ist die 2.8.0. Die sollte man jetzt auf 2.9.0 aktualisieren. Und zusätzlich habe ich das Express-LRS-Modul aktualisiert, sodass ich hier die Version 3.3.0 CE-LBT installiert habe, die bei uns auf maximal 100 mW Sendeleistung begrenzt ist, was vollkommen ausreicht. Ich fliege teilweise nur mit 25 mW. Damit habe ich schon sehr gute Reichweite, vor allem wenn ich hier bei den Einstellungen die Packet Rate auf D500 oder noch sicherer auf D250 einstelle. D250 bedeutet, dass ich 4 gleiche Pakete hintereinander wegsende und mein Empfänger muss mindestens einen der 4 Pakete richtig empfangen haben. So habe ich im Durchschnitt eigentlich fast immer einen Empfang von 100% Pakete mit einer Geschwindigkeit, also einer Taktrate von 250 Hertz. Wem die Steuerknüppel etwas zu hoch sitzen, das heißt, er möchte den Mittelpunkt ein bisschen niedriger gesetzt haben, bietet Radiomaster solche Aluminiumadapter. Über die Aluminiumadapter werden die Steuerknüppel etwas runtergesetzt. Das heißt, die Achse, die Mittelpunktachse von dem Steuerknüppel ist dann 5 mm tiefer. Somit habe ich einen größeren Bewegungswinkel, da ich diese Knüppel hier nach oben rausdrehe. Dennoch ich die Daumen nicht zu hoch halten muss, sondern gewohnt niedrig halte. Trotzdem habe ich größere Wege und somit kann ich noch perfekter mein Flugobjekt steuern. Die Radiomaster Boxer Max Version gibt es in 3 verschiedenen Farben mit den AG01 Metallknüppel. Ich habe hier die goldene Version als auch die klassische schwarze Version. Beide sehen sehr schön aus. Die sieht unauffällig, aber sehr professionell aus. Ich habe helle Beschriftung, auch alles aus Metall. Genauso die Schaltfläche sind aus Metall, auch der Griff hinten. Und zusätzlich gibt es die rote Version. Die rote Version fand ich jetzt nicht so schön. Ich wollte mich jetzt hier zwischen den beiden entscheiden. Und ich denke, ich bleibe bei der schicken, eleganten, auffälligen, goldenen Version, die mir sehr gefällt. Meine beiden Radiomaster Boxer habe ich direkt bei AliExpress bestellt. Da gab es neulich ein schönes Angebot mit Coupons. Ich habe direkt die Funker mit dem 6200 mAh Akku bestellt, da das komplette Paket für mich am günstigsten war. Wie schon manche es wissen, zahlt man bei AliExpress bei Produkten über 150 Euro keine zusätzliche Mehrwertsteuer. Somit ist der Preis bei AliExpress recht niedrig. Natürlich muss man dann vor Ort beim Postamt die Mehrwertsteuer nachzahlen. Bei mir waren aber nur geringfügige Mehrwertsteuer von 15 Euro. Wer lieber die Boxer hier in Europa kaufen möchte, es gibt seit neuestem den Radiomaster EU Shop oder man bekommt die Radiomaster Boxer in Deutschland, zum Beispiel bei Enfactory zu kaufen. Hier die Version mit Express-LRS-Modul als auch die Version mit einem 4-in-1-Sendemodul, der FR-Sky, FlySky, DSMX und mehrere Protokolle unterstützt. Ich fliege sehr gerne mit der Radiomaster Funker, weil sie für mich nicht zu groß ist, als auch nicht zu klein. Kann mit meinen großen Händen sehr gut die Steuerknüppel mit der vollen Größe nutzen. Und ich setze mit Sicherheit hier die Vertiefungsringe ein, um noch eine bessere Kontrolle über meine Drohne zu bekommen. Alle Links zu der Radiomaster Boxer Max als auch dem Zubehör findet ihr in meiner Videobeschreibung. Viel Spaß beim Fliegen!